Biester einfach an. Oh! Von Keilern erschrocken. Mark oder Schreckhaft. Ich wollte eigentlich Mark oder Schreckliche sein. Das bitte Schreckhaft. Keilerleins, das allein auch schon. Der Kampf ist hier gerade ein bisschen doof. Ich würde lieber unten stehen. So. Könnte besser sein. Wir könnten sie gegen eine Wand. Gegen eine Wand drücken. Aber so geht's auch. Blaufliederleins, kommt in meinen Bauch. Ihr werdet schon erwartet. Waldbeeren, braucht man die für irgendwas? Ich weiß nicht. Aber bevor ich sie wegfutter, behalte ich sie lieber. Der zweite Keiler wartet auf uns. Mir fällt gerade erst auf, dass wir... Hä? Varane scheinen schwacher zu sein als Keiler? Weil die Keiler halten hier ein bisschen mehr aus als die Varane. Zumindest habe ich dieses Gefühl. Und werde es nicht los. So, Speichern. Schade, dass unser Bogen leer ist. Also wenn wir in der Stadt sind, werden wir den auf jeden Fall wieder auffüllen, denke ich. Und ich glaube, hier liegt soweit gar nichts mehr. Kann das? Ich meine, hier fallen wir runter. Schwerkraft und so. Voll cool. Voll uncool gerade eher. Nee, ich glaube, hier liegt soweit nichts mehr. Okay, wir haben die Erfahrungspunkte von zwei Varanen einfach mal so fallen lassen. Naja, passiert. Okay. Mir fällt gerade auf, dass Einhandtalent uns natürlich nichts bringt, wenn wir keine Stärke haben. Und deshalb werden wir in diesem Video auch ein bisschen auf Stärke skillen. Skillen? Ey, ich skill mal auf Stärke, weißt du? Weißt du Bescheid, Alter? Wow. Genau, hier in der Höhle könnten noch ein paar Dunkelpilze sein. Und in dem Bereich, den wir jetzt gerade einfach so hinter uns gelassen haben. Wisst ihr noch damals hier in der Höhle, wo Schreckliches sich ereignete? Kavalon, der voll cool war. Nee, Quatsch. Ein Banditilein, das voll cool war, hatte leider kein Ding dabei. Dabei wollte ich den. Voll doof. Wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. So macht das Pilzesammeln doch schon wieder eine ganze Menge mehr Spaß. Man kann das Amulett des suchenden Irrlichts verwenden, habe ich so einen Kommentar bekommen. Das soll wohl ganz hilfreich sein, wenn man Pilze sammelt und Pflanzen. Bin ich kein Freund von. Ist egal. Das Video ist sowieso schon langweilig genug. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Aber Leute, was ich mir halt denke ist, ich könnte jetzt natürlich jedes einzelne meiner Videos, das ich hochlade, total in den Himmel hypen. Das wird das beste Video, das ihr je gesehen habt. Nur dann seid ihr enttäuscht. Und wenn ich dasselbe dann nochmal mache, dann glaubt mir keiner mehr, was ja auch Sinn macht, ne? Und dann sage ich doch lieber die Wahrheit, als mich dadurch PR-Geschwafel selbst zum Lügner zu degradieren. So, weißt du, das wäre bei Spielen genauso. Wenn es total normal wäre, dass alle Entwickler sagen, ja, unser Spiel ist nur der Versuch, hier ein bisschen Geld zu machen, ist eigentlich total kacke. Dann würde ich viel mehr aufhorchen, wenn ein Entwickler käme und sage, dieses Spiel wird revolutionär. Oh, Pisser! Den kennen wir. Hi. Einer der Bauern vor der Stadt hat mich geschickt. Was? Die Bauern kennen das Versteck? Die Sache mit den Schafen ist aufgefallen. Verdammt! Na, dann werde ich mal umziehen. Wenn die Typen das Versteck leer vorfinden, suchen sie vielleicht nicht weiter nach mir. wohin gehst du? Warte mal. Hallo? Sag mal kurz was. Gibt's noch was Interessantes für mich? Du meinst über die Gegend hier? Nun, wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Das mit ihm, ne? Dass man ihn auf... Was machst du da? Das mit ihm, dass man ihn am Leben lassen kann? Genau, da bist du bestimmt besser versteckt als da hinten. Dass man ihn am Leben lassen kann, wusste ich auch erst. In der vierten Folge meines alten LPs, wo mir es jemand gesagt hat.
Und als ich das erfahren habe, dachte ich mir nur, Marco, du musst das machen. Das ist doch cool. Ja, und so cool war es anscheinend nicht. Naja. Bim, dü, 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 la, 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 la. Ja, wir singen und sammeln Pilze. Heilpflanzen übrigens ebenfalls. Heilpflanzen sind cool, yay. Pilze sind auch total awesome. Ich wollte mein ganzes Leben lang durch ein Spiel laufen und Pilze sammeln. Das ist mein großer Wunsch. So akzeptiert ihn doch, Zuschauer Lions. Kann man eigentlich hoch? Also, natürlich kann man da hoch, das war offensichtlich. Ich frage mich halt eher, ob es was bringt. Da hinten war mal wieder so ein typisches Versteck für Dunkelpilzlines. Der Busch da sieht aber auch sehr suspiziös aus. Sehr verdächtig. Und, hä? What the fuck? Okay, hier geht's weiter. Naja. Kann man mal machen. Aber hier ist tatsächlich nichts. Schade. Das wäre cool gewesen. Yay. Aber so ist es leider voll uncool, Menno. ein Feldräuberlein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite des Weges wären noch Dunkelpilze gewesen. Ich wusste gar nicht, dass wir schon so stark sind, wie wir gerade sind. Ah, was mache ich denn hier überhaupt? Wieso bin ich denn so doof? Ich kann doch die Rüstung des Rings des Wassers anziehen. Und, beziehungsweise, was heißt stark? Das war gerade ein Feldräuber, also... ich bin jetzt nicht wirklich Gott. Dafür, dass ich einen Feldräuber besiege. Aber... stärker als ich dachte. Ja, ich dachte, wir müssten vor Feldräuberlines noch panisch weglaufen. War dann wohl doch nicht der Fall. So, Baum, hast du etwas für mich zu offerieren? Blauflieder. Sehe ich so aus, als wäre ich voll geil auf Blauflieder, Alter. Blauflieder. Wetten, am Ende des Videos habe ich irgendwie 100 Blauflieder. Weil ihr müsst gerade bedenken, das, was wir jetzt gemacht haben, das ist auf der Karte von Corinnes. Da ist sie übrigens. Gerade mal der Bereich vom Turm bis hier zu den Bauernhöfen. Also von ein bisschen weiter rechts, ungefähr Mitte unten der Karte, bis hierhin. Mehr haben wir nicht gemacht. Also, ja, ich habe die Befürchtung, das könnte alles ein wenig länger dauern. Vielleicht komme ich mit einer Stunde gar nicht hin. Naja, die coolen Teile kommen gleich. Und dann ist alles vorbei. Ich komme da nicht hoch. Ich will da aber hoch. Ich will da aber hoch. Lass mich doch hoch, danke. Er hat mich hochgelassen. Ich bin jetzt... ja, jetzt bin ich zufrieden und glücklich. Ja, mein Leben hat endlich seinen Sinn erfüllt. Oh, hallo. Ja, hier scheint nichts zu liegen. Ist da unten was? So ein bisschen einfach mal ins Blaue gefragt. Frag ins Blaue hinein, um ins Schwarze zu treffen. Ja, da ist, Heilpflanzen. Boah. Kann ich ein Thumbnail machen? Von einer spektakulär explodierenden Heilpflanze. Ja. Hoch da. Yay. Hallo Schafe. Hallo Marco. Ich habe gehört, ihr wollt getötet werden. Was? Wer hat das denn erzählt? Ich. Nein! Nein! Ja, wir könnten die Schafe hier töten, aber was, warum macht man denn sowas? Ich würde nie hingehen und irgendwie Schafe ausrotten. So, jetzt werde ich aber grumpig hier. Jetzt werde ich fragend. Weil mir wird gesagt, hier wäre eine... Steintafel der Lebenskraft. Ja, noch ein bisschen da hoch, in die Richtung, bei den drei Bäumen, die gerade wahrscheinlich von einem Steinkreis verdeckt werden. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir die schon gesammelt, weil ich glaube, hier oben haben wir alles gesammelt. Versteht ihr? Ja, ich glaube, die Steintafel hier haben wir schon gesammelt. Okay. Außerdem ist es eine Steintafel der Lebenskraft.
Generell Lebenskraft in Gothic 2 ist voll wenig wert, weil du dir am Altar ja sowieso unendlich lang Lebenskraft holen kannst. Wobei ich weiß nicht, ob es unendlich lang ist, aber schon sehr, sehr viel auf jeden Fall. Also Lebenskraft, das ist durchaus machbar. Lebenskraft läuft. So, Waldbären. Yay. Waldbären sind so wertvoll. So wertvoll, dass ich sie am liebsten allein aufgrund der Zeitersparnis liegen gelassen hätte. So wertvoll seid ihr für mich, Waldbären. Yay. Ist da oben was? Nee, es ist ja die Plattform mit dem Steinkreis. Marco, voll der Wiederholungstäter hier, oder? Eine Ratte! Riesenratten! Die Geißel dieses Planeten! Jetzt seid ihr nicht mal so stark, was? Da seht ihr mal, was passiert, wenn man mich mit Surprise Motherfucker angreift. Wo ein Zuschauer alleine ein ziemlich schönes Video zugemacht hat. Wird in der Beschreibung, denke ich mal, zu finden sein. Was ist das denn jetzt? Feldräuberlein. Hört auf, Felder zu räubern. Ja, ich glaube, das könnte gefährlich werden. Wobei, nee, der ist ja gleich tot. Feldräuber. Und der nächste. Ach, das war ein Junge. Voll süß. 20 Erfahrungspunkte. Hat sich voll gelohnt und so, weißt du. Ich glaube, da oben kann man auch Rüben sammeln oder so, aber es ist mir jetzt auch ein bisschen zu doof. Hier Kraut und Rüben. Aber nichts anderes ist diese Folge. Am besten, ich nenne sie gleich so. Kraut und Rüben. Wolf? Ihr Bauern! Ihr könnt mir nicht die EP stehlen. Lass doch den Wolf. Sag nicht, der ist jetzt... Viel weniger. Gut gemacht. Ein Drecks viel weniger. Ich bin eine Sekunde zu spät gekommen. Menno. Wolfleins. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt euch doch nicht töten, Lassorn. Tötuan, Lassorn, wenn ich bitten darf. Ich habe jetzt ja den Bereich da oben total übersprungen, fällt mir gerade auf. Hier könnten aber auch Dunkelpilze sein. Das sieht so aus nach solchen Bäumen. Aber ich glaube irgendwie... Ja, ich glaube, das ist nichts. Das ist nicht gut hier. Da bin ich nicht zufrieden mit. Ich möchte sofort euren Chef sprechen, Dunkelpilze. Gebt mir euren Vorgesetzten, damit ich ihm was vorsetzen kann. Versteht ihr? Voll der Wortwitz. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Nee, wie war's? Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Ja, Onkel Schleckemaul will allen Freude bereiten. Wo all die schönen Lampen scheinen. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Ach ja, genau. Ich darf doch nicht beim Gothic-Spielen nostalgisch werden für Morrowind. Das ist ein bisschen komisch. Voll so degradierend und so. Hier hinter steht übrigens ein ziemliches Mistviech. Wenn ich das mal so sagen darf. Warte, hier endet der Graben, oder? Genau. Den Graben, den holen wir uns später noch vor, aber hier hinter dürfte ein ziemliches Mistviech stehen. Ich hole mal meinen Feuerball raus, so sieht man nämlich Gegner auf Distanz besser. Man könnte es auch mit dem Bogen machen, aber der ist ja leer. Ah, das sind nur Snappel. Ich dachte, das wären Drachensnappel. Aber es sind normale Snappel. Jetzt frage ich mich natürlich, bin ich in der Lage, gegen einen Snapper zu gewinnen? Ich glaube, wir brauchen keinen Käse. Ist doch alles Käse hier. Ah doch, wir sollten ein bisschen Käse aufbewahren. Wir holen lieber gebratenes Fleisch. Ist fast genauso effektiv. Bin ich in der Lage, gegen einen Snapper was auszurichten? Einen Einzelnen. Snapperlein, komm einzeln zu mir, hörst du? Ja, die haben das Coole, dass sie sich so langsam annähern. Heißt, man kann sie sehr gut von ihrer Gruppe trennen. Ich fand, dass das Gesicht aber immer sehr eklig aussah. So, jetzt fängt er an. Okay, wir könnten...
In die Richtung. Ich will ihn an der Wand haben. Ich will dich an der Wand haben, Snapper. Ich will dich an der Wand so richtig krass durchnehmen. Ich glaube, ich habe da gerade Geräusche von Killstealern gehört. Ich hab's immer noch drauf. Ja, du hast es immer noch drauf, Wand. Was war das denn jetzt? Ich glaube, das waren die Bürger direkt hinter der Wand. Hätte mich nicht gewundert, wenn sie da drüber geklettert werden, einfach nur mir den Kill zu klauen. Scheiße, die kommen beide auf mich zu. Distanz erhöhen? Nee, die werden mir folgen. Die werden mich jetzt beide angreifen. Ich könnte mir einen kleinen Vorteil verschaffen, vielleicht durch einen Feuerball. Feuerpfeil. Aber es ist auch nur ein kleiner Vorteil. Uah, was war das denn jetzt? Was habe ich da gezaubert? Oh, Feuerpfeil ist tatsächlich effektiver, als ich es vorher gedacht hatte. Als ich es in Erinnerung hatte. Beste Zauber der Welt, Alter. So, komm, noch einmal schlagen. Weg hier. Einen haben wir, der zweite verfolgt uns stürmisch. Ich glaube, vor Snappern kann man nicht weglaufen. Zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Okay, ich höre nicht mehr. Ich glaube, das war die Endkampfmusik gerade. Die Kampfendmusik. Genau. So, Snappel. Sieht fast so aus, als wärst du jetzt allein. Ich bin aber echt stärker, als ich gedacht hatte. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Da kommen nachher noch so ein paar Gegnerleins auf uns zu. Bereits im zweiten Kapitel und... Ja, gegen die bin ich dann vielleicht nicht mehr so stark. Erstmal gebratenes Fleisch. Ist das nicht super? Schmeckt es nicht wundervoll? Ist das hier nicht das Spannendste, was ihr je gesehen habt? Sag mal, ein Mensch kann doch gar nicht so viel scheißen, wie der am Fressen ist. Also jetzt nur so festgestellt, wissenschaftlich. Gut. Auf der anderen Seite kann man auch nicht so viel scheißen, wie ich scheiße rede. Also insofern ist das bestimmt irgendwie... Ist schon in Ordnung. So, letzte Snapple, die ich viel, viel stärker in Erinnerung habe. Wartet auf uns. Hallo Snapple. Hallo Marco. Du wirst jetzt von mir getötet. Hoffnung. Ja, töte mich. Du hast sowieso schon all meine Freunde und Bekannten getötet. Was soll's? Macht nichts. Boah, das fühlt sich brutal cool an. Brutal, genau. Brutal abgeschnitten dort. So, Yay, Anhalt.